Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Goodiebox Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Goodiebox Adventskalender wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um ihn hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Goodiebox-Team. Es ist ein ganz besonderer Adventskalender, denn er kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Dänemark. Und wir haben in der Goodiebox auch immer wieder Marken drin enthalten, die wir nicht ganz so genau kennen, aber kennenlernen dürfen und die uns immer mal wieder überraschen. Und dieser Adventskalender kostet für Mitglieder, also quasi für Abonnenten, 99,95 €, für Nicht-Abonnenten 109,95 €. Aber ich habe einen 10 € Rabattgutschein für euch. Advent, Claudis Welt, gibt nämlich denjenigen, die quasi nicht Mitglieder sind, 10 € Rabatt, also für Nicht-Abonnenten. Und ja, dann kriegt ihr den für den Abonnentenpreis. Finde ich total klasse. Und ich darf auch einen an dieser Stelle verlosen. Also quasi, ich habe noch einen weiteren hier. Wahnsinn, oder? Also alles, was ihr dafür tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ja, hier ist der Schätzelein. Sieht sehr schlicht aus, ne? Ich persönlich hätte ihn mir gerne etwas bunter gewünscht, aber so kann man ihn natürlich auch 1A weiterverwenden. Es gibt ja bei den Goodieboxen auch immer dieses Schubladendesign, das wird jetzt beim Adventskalender auch wieder aufgegriffen. Ich hätte mir eher gewünscht, dass wir das ein bisschen poppiger haben. Ja, aber man kann es anmalen, es ist ja weiß, ne? Was hier aber anders ist, im Gegensatz zum letzten Jahr, ist, du kannst es sogar als Schminkbox verwenden. Hier ist ein Spiegel drin, hier ist eine Ablagefläche und dann hast du hier deine 3 Schubladen. Eigentlich voll geil, ne? Finde ich richtig cool. Hier ist noch eine Folie drüber, deswegen ist das Ganze hier so ein bisschen, sieht man nicht so genau. Finde ich aber sehr, sehr gut. Ich habe das letztes Jahr auch beim Douglas Adventskalender gesehen und fand das echt schön. Oder vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht. Ich laber, wir schauen rein. Wow, okay. Die Nummer 1 ist schon mal ein fettes, großes Ding. Und hier haben wir eine Full-Size Humankind Body Wash Orange. Ein Duschgel mit 250 ml. Das ist ja wohl mal der Wahnsinn. Was ist wohl in der Nummer 2 drin? Okay, das ist ein kleines Tübchen von The Cure. Okay, wow. Perfect Base Raw Hyaluronic Drops. Interessant, es ist ein Primer. 10 ml haben wir hier drin. Und Wahnsinn. Also, ne? The Cure ist, glaube ich, eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Cool. Nee, nachdem du das Gesicht gereinigt hast, kannst du das Serum einfach aufs Gesicht, Hals und Dekolleté geben, morgens und oder abends. Und du kannst natürlich auch die Creme, das Serum in deine Lieblingscreme reinmischen. Die Nummer 3 ist auch mit dabei. Oh, das füllt die Box ziemlich gut aus. Von Algologie haben wir eine Nachtmaske, Hydra Replenishing Sleeping Mask. Kannst du aber im Prinzip verwenden, diese 50 ml, wow, wie eine ganz normale Nachtcreme. Das ist dann halt einfach nur ein bisschen reichhaltiger. Du kannst es aber auch nur für 15 Minuten drauf lassen und dann abwaschen. Die Nummer 4 haben wir hier. Oh, auch das ist wieder ein schweres Büchslein. Was wird hier drin sein? Eine Rock Roses Number 10 Marie Stella Maris. Eine Hand and Body Lotion mit 100 ml. Das finde ich cool. Enjoy Refill Contribute steht hier hinten drauf. Jo, sehr schlicht. Aber wenn es nach Rosen riecht, dann gehe ich da voll drauf ab. Und zapp, zarab. Die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus. Mal gucken, was hier drin ist. Oh, sehr leicht, sehr tuchig. Raben Salona. Was ist das? Use it in the shower all over your body. Das ist ein Peeling-Tuch. Das kann man hier rausnehmen und dann kann man das verwenden, um seinen Körper damit zu peelen. Das ist ja interessant. Raben Salona sagt mir so nichts. Das ist ganz schön groß oder sind das 2? Das ist 2? Nee. Wow. Hä? Ach so! Das ist einfach ein Tuch und da kannst du das so über den Rücken machen. Das ist ja praktisch. Das finde ich toll. Oh, auf Nikolaus freue ich mich voll. Hier haben wir Augenpatches drin von Ivy Aia. Die kenne ich eigentlich nur durch eine Handcreme, die wir mal in der Goodiebox hatten. Mit Hyaluronsäure und Antioxidantien. Das sind einfach Augenpatches, die Feuchtigkeit geben sollen und aufplumpen sollen und pflegen. Welches Geheimnis wird die Nummer 7 hegen? Eine große Tube von Seoul Clean Probiotics
Balancing Cleanser. Das sind 100 ml von einem Reinigungsprodukt fürs Gesicht. Und ich mache ja gerne Double Cleansing. Das heißt, vorher verwende ich einen Abschminkbalm, um meine ganze Make-up-Geschichte runterzunehmen. Und danach verwende ich unter der Dusche einen Cleanser, entweder in Gelform oder in Schaumform, und mache damit mein ganzes Gesicht schön tiefenrein. Was wird wohl in der großen Nummer 8 drin sein? Ach, wie cool. Ja, von Mask Me Up, die Hemp Food Peeling Mask. Die lässt du 30 Minuten auf den Füßen, wäscht das ab und dann soll sich wohl irgendwie die Hornhaut auch mal wieder ablösen, ne? 3 bis 7 Tage später hast du dann auf einmal Babyfüße. Auf die Nummer 9 dürfen wir uns nun freuen. Natürlich dürfen auch die Augen nicht ungepflegt bleiben. Terra de Mar 016 Contour de Yeux, eine Variance Eye Contour Cream in 15 ml. Das finde ich ziemlich schön. Ja, und natürlich haben wir das Gesicht gereinigt, gepflegt und jetzt müssen die Augen auch gut gepflegt werden. Nummer 10. Was willst du verbergen? Juhu, wir haben dekorative Kosmetik mit drin und das macht mich sehr glücklich. Von Imco Beauty Extend Lash Tubing Mascara. Wow, keine Panda-Eyes soll die machen. Slides off with water, also mit Wasser kannst du es abwaschen. Perfekt für sensible Augen und das ist wasserresistent. Schwarz, 7 ml. Das finde ich interessant, ne? Da gibt es auch von Essence so eine ähnliche Mascara, die halt diese No Panda Eyes oder sowas, ne? Die du halt mit Wasser abwaschen kannst, aber die trotzdem irgendwie wasserresistent sein soll. Das finde ich interessant. Und ist MCO Beauty auch Model Co? Ich weiß es gar nicht. Naja, wir gucken mal. Ein Kunsthaarbürstchen, was vorne spitz zusammengeht, muss auf jeden Fall ausprobiert werden. Welches Geheimnis möchte die Nummer 11 verbergen? Ein Nagellack. MET Cosmetics, das finde ich cool. Das kann man voll schön so über schwarzen Nagellack drüber machen oder über roten Nagellack. Und dann hast du so Schimmer. Das ist so eine Art Topcoat, ne? Ich würde da drüber auch nochmal einen Topcoat geben, damit das alles ein bisschen besser hält. 11 ml haben wir hier drin. Ein toller Nagellack. Und zack, sind wir schon bei der Halbzeit, die Nummer 12. Hier haben wir von Mario Badescu Skincare Witch Hazel and Rose Water Toner. Ein Toner mit 59 ml. Ich mag so gerne Rose. Und wenn das ein Rosentoner ist, dann ist es voll mein Ding. Oh oh, hier ist irgendwie so ein rotes Puder dran. Fatal, fatal. Die Nummer 13 ist hoffentlich keine Pechzahl. Ein Pinsel von Niri. Ich liebe es. Es ist ein Highlighter-Pinsel. Oh mein Gott, ist das schön. Ich mag die Pinsel von Niri. Die haben wir auch öfters mal in der Goodiebox drin. Und das sind so schöne Pinsel. Die mag ich gerne leihen. Ob wir mit der 14 nun bei dekorativer Kosmetik bleiben? Nicht ganz, nö. Evoluderm Gommage Corp. Das ist ein nährendes Körperpeeling mit Argan. Und noch irgendwas Coolem. 100 ml sind hier drin. Das ist ein mechanisches Peeling, aber für den Körper finde ich das auf jeden Fall vollkommen in Ordnung und werde ich gerne verwenden. Wird die Nummer 16 nun das Blatt wieder zu dekorativen Kosmetik wenden? Okay. Wir haben Moshi Moshi Mind. Das ist ja eine Marke, die wir auch öfters mal in der Goodiebox drin enthalten haben. Und hier haben wir wiederverwendbare Abschminkpads, 2 Stück. Und das Coole, was hier dran ist, ist, dass man hier die Finger so reinstecken kann. Das liebe ich ja, ne? Und dann kannst du damit entweder halt Toner auftragen oder dich abschminken oder so. Mega, mag ich. Ist die Nummer 17 ebenso herrlich? Louis bei Jean Seo Clear Spot Control. Ach, das ist praktisch. Da sind 7,5 ml drin und so ein Produkt kannst du dir auftragen, wenn du deine Erdbeerwoche hast oder irgendwelche anderen Geschichten und dementsprechend so Ausbrüche halt hast, also Breakouts, Pickel, ne, Unreinheiten. Und dann kann man das punktuell auftragen. Finde ich klasse. Und das hier sieht aus wie ein Lipgloss quasi. So schaut das aus und dann kann man das drauf machen und dann soll der Pickel wohl verschwinden. Ich bin ganz benommen. Wir sind schon in der Weihnachtswoche angekommen. Die Nummer 18. Hier haben wir ein kleines Tübchen drin. Und das ist von Elemis Pro Collagen Marine Cream. Wow, das ist die Tagescreme, 15 ml. Das ist mal ein sehr, sehr hochpreisiges, hochwertiges Produkt. Das gefällt mir wirklich gut. Öffnen wir die Nummer 19 mit frohem Mut. Oh, oh ja, E-Cooking, hallo. Self-Tanning Drops, Fragrance-Free Beauty Shortlist Award 2020. Okay, wusste ich nicht, interessant. Ja, cool, mit Hyaluronsäure.
weiß jetzt gar nicht, wie viel hier drin ist. Das muss ich gleich nochmal irgendwie herausfinden. Aber das finde ich schon mal ganz nett, ne? 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, in Adventskalendern haben wir immer mal wieder auch solche Self-Tanning-Geschichten mit dabei. Einfach, weil man die Produkte aus dem Adventskalender wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr übers ganze Jahr verwendet und dann im Frühjahr schon mal so ein bisschen anfangen kann, sich die Beine so vorzubräunen oder das Gesicht. Liebe Nummer 20, enttäusch mich nicht. Ich gehe davon aus, dass es ein großes Produkt ist, ne? Aber es ist sehr, 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 sehr leicht. Wahrscheinlich irgendein Tool oder sowas. Oh, geil. Manakada. Ich mag Manakada. Mein Lieblingspuder kommt von Manakada Beauty. Hier haben wir Beauty Sponges mit drin. Das ist auch mal was, ne? Hast du auch nicht alle Tage. Weiter geht's mit der Nummer 21. Keine Frage. Die Marke sagt mir gar nichts. Symbiosis London Air und AHA Rose and Lactic Acid. Detoxifying and Oxygenating Mask. Okay, eine Gesichtsmaske. 50 Milliliter sind hier drin. Das ist vegan. Nein. Also auf jeden Fall cruelty-free. Ich sehe hier den Hasen. Vegan weiß ich jetzt nicht. AHA ist ja diese ganze Fruchtsäuregeschichte, die einfach auch so eine leichte Peeling-Sache macht. Das heißt, nicht öfters als zweimal die Woche verwenden. Gerade sensible Haut sollten da vorsichtig mit umgehen und am besten abends verwenden. Hier steht drauf, dass du das irgendwie, einfach nur drauf machen sollst. Allow to absorb into the skin. No need to wash off. Einfach drauf lassen. Okay, interessant. Jetzt sind wir alle auf die Nummer 22 gespannt. Oh, ein Parfum. Das riecht man hier schon raus. Das ist so ein Unisex-Duft. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit drin. Äther, Extra, Eau de Parfum, 5 Milliliter. Krass. Ja, also das ist ein sehr intensiver Duft. Wow. Also ja, das ist so ein kleiner Flakon und das ist ein Unisex-Duft. Am 23. Dezember liegt ein bisschen Weihnachten in der Luft. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich habe es im Adventskalender schon so ein bisschen gesehen, dass irgendwer wohl mit meinem Paket so ein bisschen Handball gespielt hat, wenn ich das mal so sagen darf. Hier hätte ich theoretisch von Sandstone ein Produkt mit drin, ein Eyeshadow in der Farbe Rusty Double Size. Ja, er ist aber leider nicht, er hat nicht überlebt. Schade. Also es wäre eine ganz coole Farbe gewesen, die man gegebenenfalls, oh sehr metallisch, ich sehe es jetzt auf meinen Fingern auch tatsächlich, wow, die man wahrscheinlich auch schön hätte so als Blush verwenden können, ne? Das wäre schon cool gewesen. Jetzt kommt schon die 24 und dann ist es schon gewesen. Okay, was bist du? Larizzi Cosmetics Desert Rose, ein Luxe Powder. Das gucken wir uns mal an. Von Larizzi hatten wir auch schon mal eine Lidschattenpalette dieses Jahr mit drin. Ein Blush haben wir hier mit dabei. Ach, guck. Okay, so schaut die Verpackung aus. Sehr edel. Und er ist heile, sehr schön. Und das ist so ein richtig schöner Rosenholzton. Der gefällt mir richtig gut. Und der riecht auch ganz leicht rosig. Mega cool. Also das ist ein tolles letztes Kläppchen-Produkt. Das kann man nicht anders sagen. Ja, das mit dem Lidschatten ist jetzt natürlich schade, ne? Der war halt auch ein bisschen ungeschützt hier drin. Aber gut, das ist nun mal so. Und hier haben wir jetzt einmal den kompletten Inhalt von dem Adventskalender. Habe ich das nicht schön drapiert? Oben ist Körper, dann kommt Gesicht, dann kommt dekorative Kosmetik und dann kommt wieder Gesicht. Wir haben natürlich super viel Pflege hier mit drin. Aber das war mir persönlich einfach bewusst, ne? Weil teilweise haben wir ja auch in den Goodieboxen vielleicht mal ein dekoratives Kosmetikprodukt mit drin, aber hauptsächlich Pflege. Und ich finde, dass wir hier coole Produkte drin haben. Lohnt sich auf jeden Fall für die ja, knapp 100 Euro, 99,95, die man ja dafür bezahlt. Advent, Claudis Welt, auf jeden Fall dran denken. 10 Euro Rabatt, wenn man nicht Abonnent von der Box ist, ne? Aber ich finde ihn schön, vom Inhalt her. Vom Optischen her, auf jeden Fall wiederverwendbar, ne? Und vor allem auch universell einsetzbar. Aber ich finde, also dann hätten die wenigstens hier auch so ein bisschen mehr weihnachtliches Muster draufpacken können. Da wäre ich auf jeden Fall ein bisschen glücklicher drüber, muss ich gestehen. Aber an und für sich ein schöner, empfehlenswerter Adventskalender. Falls es euch interessiert, schaut gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alles entsprechend verlinkt und euch auch geschrieben, ob das jetzt wirklich 485 Euro wert ist, was das ja auch quasi, was auf der Homepage steht, ne? Und ja, ich gucke mich um, aber das wäre es jetzt hier auch von mir gewesen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!